Hallo, mein Name ist Yanar Sayar. In diesem Lernvideo wir werden technische Zeichnung sehen. Von diesem Teil werde ich jetzt eine Zeichnung erstellen. Die erste Frage ist natürlich Blattformat. Normales, wie wir brauchen. Ich nehme jetzt A2. Meine Platte ist da. Diese Ansichtspalette normalerweise kommt immer mit, aber wenn nicht da ist, ist hier bei der um der Ecke rechte Seite Ansichtplatte, Palette ist, wir können aufmachen. Und hier, ich habe jetzt zwei Teile auf und natürlich, ich kann eine wählen, von welchem Teil, dass ich technische Zeichnung erstellen möchte, Teil 3. Hier werden wir später sehen. Hier ist wichtig, Projektion an sich automatisch starten. Wenn das nicht aktiv ist, ich brauche nur rüberziehen und ich habe nur eine Ansicht. Aber wenn die Wenn die Befehl aktiv ist, wenn Projektion an sich automatisch starten aktiv ist, wenn ich eine Ansicht rüberziehe, dann kann ich per Maus, ohne irgendwas zu machen, wenn ich rechte Seite ziehe, dann kommt die andere Ansicht auch mit. Ja, erstmal unsere Teil jetzt auf unserem Blatt und wir haben auch hier verschiedene Ansichten, dass wir unsere Blatt ziehen können. Das können wir allerdings auch bei der Standard 3 Ansichten genauso erstellen. Bei der Modellansicht, klar, die erste, welche Dokumente fragt, klar, habe ich 3. Und bei der Modellansicht, wenn wir den Pfeil rübergehen, dann haben wir hier nochmal die Standardansichten. Zum Beispiel hier nehme ich den isometrisch und stelle ich so um die Ecke. Ich habe auch hier isometrische Ansicht. Das kann ich auch farbig machen oder mit Maße auch Spiel ein bisschen ändern. Projizierte Ansicht. Dafür brauche ich eine Ansicht wählen. Wähle ich jetzt diese Ansicht und diese Ansicht ist aktiv. Und aktiviere ich projizierte Ansicht und jetzt bei jeder Richtung, ich habe eine Ansicht auch quer, kann ich auch so eine Ansicht erstellen. Hilfansicht ist auch genauso, aber nur rechts und links. Zum Beispiel von den Teil, Hilfansicht, diese Teil, dann kann ich oben und unten Ansicht erstellen. Schnittansicht, diese Linie, das wir sehen, das ist neu bei 2014 gekommen. Vorher war nicht dabei, vorher müssten wir mit normalem Maus Linie zeichnen, dass wir Ansicht nehmen können. Und jetzt wir können auch so Ansicht nehmen. Zum Beispiel, jetzt nehme ich von hier eine Ansicht. Jetzt ich gucke von diesem Seite Richtung diese Teil, diese Seite.
Dann, ich habe so eine Ansicht. Diese Buchstaben kann ich jederzeit ändern. Hier kann ich auch Richtung auch ändern. Und natürlich auch wieder farbig machen oder verdeckte Kante zeigen. Zum Beispiel wie hier. Und hier sehen wir diese richtige Durchmesser von der hier den Kreis. Und wenn ich bestätige, dann habe ich so eine Ansicht. Detailansicht. Ich kann so mit einem Kreis, der Kreis kommt automatisch. Und so eine Detailansicht erstellen, kann ich natürlich die hier die Buchstaben ändern. Und momentan Maßstab verwenden ist 2x 2 zu 1. Ich kann 1 zu 1 oder 1 zu 5 kann ich das ändern, wie ich brauche. Kann ich auch natürlich das farbig machen, also schattiert mit Kanten. Das haben wir zum Beispiel Bruchkante. Bei der Bruchkante wähle ich eine Teil. Und ich habe so eine wie so eine Linie, kann ich zwischen zwei Linien eine Abstandgröße hier geben, zum Beispiel 50. Und kann ich natürlich auch horizontal machen. Dann habe ich hier später weiß ich, dass zwischen ist 50 Millimeter Abstand haben. Dankeschön erstmal fürs Zuschauen. Bis nächste Video.